ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Jenny Düftelt. Und ich habe das Gefühl, diesen Monat ist wirklich viel, viel angedüftelt worden und viel verdüftelt. Ich habe dann zwischendurch echt gedacht, so habe ich zwei Wochen ausgelassen? Ich weiß es nicht. Ich beginne am besten erstmal mit den Kerzen, die hier so rumstehen, die ich angedüftelt habe. Und zwar ist es nochmal nach langer Zeit meine Goose Creek Bullwood and Ork gewesen. Die habe ich im Flur im Moment an und dieser Duft ist perfekt für den Flur oder für Büros oder so, weil der hat halt was Altes, was Frisches, was Herbes, was leicht Staubiges, was so ein bisschen dachbodenmäßig ist. Boah, ich finde den toll. Also da muss ich definitiv, was heißt definitiv, ich habe davon ein Backup, ich glaube sogar zwei. Ja, der wird jetzt öfter bei mir im Flur brennen, bis er leer ist, denke ich. So, dann hatte ich gestern an erst ganz normal, habe ich gut wahrgenommen, also habe ich angezündet gehabt, von Party Light Fallen Pine Cones. Und ich hatte halt Lust auf irgendwas Waldiges. Und dann ist er mir halt in den Händen gefallen. Der ist keine mega intensive Duftbombe, aber man nimmt ihn definitiv gut wahr. Und irgendwann war es sehr dunkel im Wohnzimmer und habe ich gedacht, weißt du, was, mach die aus und stell die unterm Warmer. Habe sie unterm Warmer gestellt, habe aber dann zwischendurch noch einen Tart mit angemacht und so. Ich hatte irgendwie einen Spleen weg und habe den dann nicht mehr gerochen. Dann habe ich halt irgendwie alles andere. Ich hatte halt Honey Glow an und so weiter. Dann habe ich halt eher Honey Glow gerochen. Weil als Tat ist es ja natürlich unschlagbar, so was, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, fand ich allerdings ein bisschen schade. Jetzt durch den Candle Warmer sind natürlich die Dochte ein wenig verschwunden, ne? Aber schöne Kerze, vor allen Dingen auch optisch finde ich die sehr hübsch. So, dann durfte auch wieder brennen Seaside Woods von Yankee Candle. Wie man sieht, der Docht ist immer noch unangezündet. Ich habe das bisher alles abgeschüttet. Ich finde den Duft so toll, weil ich hatte den halt unterm Candle Warmer immer. Der ist halt wirklich so ein Driftwood-mäßig mit, aber was Süßem. Also kommt nicht an meinen Driftwood ran, aber ich finde den trotzdem sehr schön. Ja, darf auch jederzeit ran. Dann hatte ich auch nochmal brennen, da war so ein richtig knösiger Tag draußen. Von Kringle, Kaschmir und Cocoa. Ist auch eine sehr schöne, der ist übrigens so noch halb voll. Auch eine sehr schöne kakaoige, kaschmirmäßige Sache. Ich stehe ja normalerweise überhaupt nicht auf Kakaodüfte, aber der hier ist in Ordnung, weil der halt wirklich so eine richtig schöne, ausgewogene, kuschelige Sache hat. Jetzt mittlerweile, wenn man so an der Kerze riecht, man riecht da definitiv noch das Duftwachs, aber es riecht schon sehr nach Docht. Ja, aber wenn man die Kerze anhat, alles tutti. So, und dann habe ich hier mein Körbchen, aber da sind auch Kerzen drin, aber das Körbchen ist pickepacke voll, aber wie gesagt, mit Kerzen auch, ne? Ich werde jetzt erstmal schauen, was ich so an Kerzen hier, genau. Ich habe nämlich tatsächlich eine Kerze aufgebraucht. Und zwar stand die nämlich auch im Flur. Das ist jetzt, Bullwood and Ork ist halt der Nachfolger. Aber ich habe halt im Flur nie Bock jetzt, wer weiß wie, ein Tamtam zu machen. Und da hatte ich jetzt Harvest Walk drin von dieser Elevation-Reihe. Ich habe es versucht, hier mit dem Messer rauszukratzen, den Rest, aber ich lasse es drin, ist mir jetzt, obwohl, nee, ich wollte das Kerzenglas hier als Vase oder so benutzen, weil, mal ganz im Ernst, ist ja auch schick, ne? Ja, Harvest End, was war das? Harvest Walk, war schön. Allerdings jetzt kein Duft, den ich mir nachkaufen würde, weil der hatte halt irgendwas, ja, der hat halt wirklich diesen, dieses Laub, aber auch so Regen mit drin. Also eigentlich gar nicht ganz schlecht. Sonst hätte ich den auch niemals aufgebraucht. Aber es wäre jetzt kein Nachkaufkandidat von mir. Dann habe ich noch eine leere hier. Und zwar von Village Candle, die Cozy Cashmere. Ich muss gestehen, ich habe mir damals, bevor ich die Candle Warmer für mich entdeckt habe, habe ich mir alles, was ich an Kerzen hatte, habe ich immer eingeschmolzen, habe dann einen Großteil verkauft. Und ja, aber mittlerweile mache ich das sehr selten, nur noch was einschmelzen, weil ich halt den Candle Warmer habe. Und ja, auf jeden Fall ist es hier dann halt die Cozy Cashmere, da ist drin Fresh Air, Woods, Vanilla, White Florals. Und der ist einfach für mich einer der besten kuscheligen Kaschmirdüfte. Eigentlich ist es der beste für mich. Da habe ich mir halt hinterher, wie gesagt, Melz dran gegossen. Und die habe ich jetzt, ich habe die ein paar in Tauschpäckchen reingetan, ich habe die nicht mehr verkauft. Und den Rest habe ich selber aufgebraucht und ich liebe ihn. Ja, und das Glas ist jetzt
leer. So, dann habe ich noch eine Kerze angedüftelt. Das ist auch dann die letzte angedüftelte. Und zwar hatte ich Rain Blossom. Jasmin Powder and Musk ist da drin von Village Candle. Die hatte ich auch, wie man hier an den Duften erkennen kann, die rechts und links gerutscht sind unter Warmer. Und Leute, der war so schön. Vor allem hier riecht er eher sanft. Aber in, unter Warmer habe ich gedacht so, oh, mein lieber Scholli, jetzt geht glaube ich meine... Nee, noch nicht. Ich habe gedacht, mein Akku schwächt wieder. Die ganze Zeit ist das schon. Ja, auf jeden Fall ist das ein richtig pudriger, blumiger Duft. Richtig schön, aber auch parfümiert. Also so parfümig. Und ich fand den einfach toll. Habe dann zwischendurch auch ein Melt mit dazu angemacht. Und zwar Kringle Picket Fence. Das war eine Mischung. Und daraufhin, weil ich hatte nur noch so ein Testmelt, daraufhin habe ich mir dann halt bei Flaconi, weil die 30% Rabatt hatten, habe ich mir dann nochmal, ich glaube, 4 oder 5 Melts gekauft. Aber das waren halt in einem Haul, der Karton steht noch da. Also ganz toller Duft, würde ich definitiv auch wieder ganz schnell anzünden. So, und jetzt hole ich einfach raus und sage, ob ich angedüftelt oder verdüftelt habe, ja? So, zum einen habe ich im Schlafzimmer nämlich wieder in meinem Centerpiece Soft Blanket, durfte wieder dran glauben. Ist ja ein super schöner, kuscheliger Duft, den ich als Kerze nicht empfehlen kann, weil ich habe nichts davon wahrgenommen, aber als Tat oder hier in dieser Variante mega. Dann habe ich von Party Light hatte ich Fireside Lavender drin. Ich dumme Nuss eigentlich. Ich habe den verbraucht, um ein bisschen rum zu experimentieren. Und dann habe ich gedacht, so, boah, warum mache ich das? Gerade Fireside Lavender, den gibt es doch gar nicht so oft. Außerdem sind Party Light Melts teuer, vor allem diese hier, ja. Die sind nicht mehr im Standardsortiment sind. Ich glaube, der ist nicht mehr im Standardsortiment. Das ist so eine tolle, rauchige, lavendelige Note. Super, mega geil. Ich habe den nämlich, weil, ich muss ganz ehrlich gestehen, diesen Kamin von Candle Warmers. Ich bin da noch nicht so ganz Freund mit. Optisch, der Oberknaller, ja. Aber alles, was ich reintue, duftet nicht so wirklich. Also ich habe mich wirklich an alles gehalten, was man so sagt. Ich muss aber Busy Bees noch ausprobieren. Aber alles andere so nicht wirklich. Also da benutze ich dann lieber andere Sachen und da lasse ich dann einfach die ganze Zeit mittlerweile, lasse ich echt ein und dasselbe Wachs drin. Aber der sieht natürlich optisch richtig schön aus, ne? Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber die habe ich da reingetan und ich habe wirklich nichts gerochen, habe mir es hinterher in eine Duftlampe reingeschüttet und habe dann Teelicht drunter gestellt und dann Gott sei Dank konnte ich den restlichen Duft noch ein wenig benutzen. Dann habe ich angedüftelt von Traumdüfte Soft Blue and Wildflower. Das war ja mein Cupcake und den habe ich mir halt zerteilt und Leute, Gott, war das, ist das ein Duft. Wirklich, also ich hole mal das restliche Stückchen raus hier, was ich hier in diesem abgefüllt habe. Oh, das sieht ja wunderschön aus, ne? Und in der Lampe sah das aus und es roch. Vor allen Dingen ist der gerade erst gegossen worden. Normalerweise muss man den noch 2 Wochen garen lassen, ne? Also reifen lassen. Habe ich nicht geschafft, ich musste ihn einfach testen. Und der war jetzt schon eine mega krasse Duftbombe. Boah, diese Nivea, diese softe Nivea-Note mit diesen bunten Blumenstrauß. Oberknaller, sage ich euch. Oberknaller. Das lege ich hier hin. Dann kommt gleich wieder meine Schublade. Genau wie das hier. Ich habe nämlich, gehöre ja zu den Glücklichen, die noch ein bisschen was von Blue Cream haben. Das ist ja das Vorgängermodell von Soft Cream. Und ja, da habe ich noch so eine 2/3 einer Tafel. Und Leute, der ist einfach wirklich, der ist ja Granate, ne? Also ich persönlich finde, glaube ich, Soft Blue noch ein Ticken geiler. Bin mir da aber noch nicht so richtig sicher. Vielleicht sind die auch beide gleich gut. Es sind einfach super schöne, kuschelige, saubere Düfte. Ne? Und mein Freund mag Blue Cream auch sehr gerne. So, dann hatte ich... Was haben wir noch irgendwas hier? Von Traumdüfte. So, dann hatte ich angedüftelt, was mein Freund überhaupt nicht mochte. Voll scheiße. Orange Blossom. Ich fand ihn toll. Jetzt geht mein Akku gleich leer. Ich fand ihn wirklich sehr toll und der hat halt wirklich eine richtig schöne Orangenschalennote, was ich sehr, sehr mag. Also der driftet für mich überhaupt nicht in die gegorene Fruchtrichtung. Oh, ich finde den toll. Der wird behalten, egal was mein Freund sagt. Da muss ich den halt mal anzünden, wenn er nicht da ist oder im Badezimmer, weil da ist ja eigentlich relativ Schnuppe. Ja, ich muss meinen Akku wechseln. Ich hoffe, das andere Akku hat ein bisschen Saft noch.
Ich gehe mal eben. Dann hatte ich, auch wenn man es nicht mehr erkennen kann, Japanese Cherry Blossom an. So, hier ist mein Akku richtig schön voll, hoffe ich. Oder es täuscht nur. Und Japanese Cherry Blossom ist auch toll. Das ist ein ganz parfümiger, süßer, lieblicher Duft, den ich auch sehr mochte. Würde ich auch jederzeit wieder kaufen und andüfteln. So, und jetzt greife ich einfach wahllos rein, ja? Ich habe ja auch schon meine Aufgebrauchtüte von meinem Kosmetikkram. Da werfe ich jetzt auch noch den restlichen Plastikmüll rein. So, ich hatte gestern im Gäste... Ich muss das noch zumachen. Im Gäste-WC hatte ich Wedding Day an. Ist ein schöner, blumiger Duft, der für mich auch sehr gut ins Gäste-WC passt. Ich würde mir davon allerdings keinen großen Hauswurmer kaufen. Ist allerdings immer mal schön zu düfteln. Dann habe ich hier von... mir selber gegossen, Heart and Tome Tannenbaum und Sandalwood Vanilla. Muss ich sagen, in der elektrischen Duftlampe kaum wahrzunehmen. Nimmt man allerdings eine herkömmliche Duftlampe mit Teelicht, Duftbombe. Ja, wird jetzt in der nächsten Zeit dann, denke ich mal, verdüftelt und dann kann die Tüte auch weg. So, dann haben wir gerade hier in der Duftlampe drin Goose Creek Day in the Sun. Ist ein ganz schöner, sonniger Duft, der aber trotzdem so einen Kuschelfaktor hat. Ich mag solche Düfte sehr gerne. Ich mag es, wenn es so sommerlich, aber dennoch einhüllend ist. Mag ich sehr gerne und das ist Day in the Sun. So, dann haben wir hier eins von meinen... Ich glaube, ja genau, das ist von meinen Tarte-Roulette, das ist da Linkas Name dafür. Von meinen Mission Tarte Box habe ich Honeysuckle aufgebraucht, angedüftelt, nenne ich es mal. Und zwar nur ein halbes habe ich davon benutzt und die andere Hälfte kommt jetzt in ein Tauschpäckchen rein. Ich sag mal so, das war ein schöner, blumiger Duft. Allerdings muss ich, also auch blumig und seifig dazu. Ich dachte mir, so ein ganzes Tarte wäre die bessere Dröhnung für mich gewesen. Allerdings trotzdem schön wahrnehmbar und ich dachte mir, weil das wirklich ein Raritätenduft ist, kann das vielleicht jemand anders auch mal in den Genuss kommen. Deswegen habe ich nur ein halbes verwendet und die andere Hälfte werde ich in ein Tauschpäckchen reinlegen. Aber nicht, weil es wirklich nicht gut roch oder so. So, was ich auch richtig cool fand, war von Beautiful Fragrances Blueberry, Strawberry und Rose. Das hatte ich vom Christian und hatte ja gesagt, alles, was nicht in PP-Beuteln ist, muss ich relativ schnell aufbrauchen, weil ich habe keine Lust, noch mehr Plastikmüll zu machen, indem ich die umtüte. Habe ich in letzter Zeit bei dem letzten Paket, was nicht ganz so schön war, habe ich das gemacht. Mittlerweile haben auch die Düfte einen leichten Duft angenommen von ihrem natürlichen, weil jetzt roch ja wirklich alles nach Maggi oder gar nicht mehr. Und ich habe jetzt vieles umgetütet und wenn ich jetzt so dran rieche, kommt doch wieder der neutrale Duft wieder durch. Aber es war ja wirklich, PP-Beutel sind einfach scheiße. Also nicht PP-Beutel, alles andere, so wie das hier. Ja, das ist einfach scheiße auf Dauer, wenn man es, wenn man viel hat und nicht direkt verdüftelt, vergeht der Duft ganz schnell. Und aber die liebe, wie hieß sie denn nochmal? Rabea? War das Rabea? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hat mir ja gesagt, dass sie mir was zur Entschädigung schickt, weil das, die Grammzahl wurde ja nicht erreicht. Und leider, ne? Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ja, und das war ein ganz toller Duft hier. Ich würde den genauso, vielleicht die Strawberry würde ich vielleicht weglassen. Aber sonst fand ich den Duft wirklich ganz, ganz toll. So, dann habe ich von Goose Creek Cabin in the Woods. Ich weiß, ist für viele ein grauenhafter Schuhputz. Nee, was war das nochmal? Was hat Lichterfloh gesagt? Schuhcremeduft? Aber Leute, ja, im Büro, da roch so gut. Ja, als würdet ihr im Wald reinkommen und da ist so eine modrige alte Hütte. Fand mein Freund und ich toll. Also, aber Geschmäcker sind ja auch verschieden, ne? Was mein Freund und ich auch ganz toll fanden, die Hälfte vom Tarte brutzelt jetzt auch gerade noch im Schlafzimmer. Da habe ich mich gerade geschminkt und Videos gedreht. Das ist so ein toller Duft. Der hat, mein Freund, und er hat recht. Er hat, ich hatte das nämlich auch gestern Abend ja hier im Wohnzimmer ein halbes Tarte. Und dann kam er hier rein und meinte, boah, hier riecht es ja mega toll nach Sauna. Ich so, stimmt, das ist der Saunaduft. Der hat wirklich, ja, an dem Ding riecht das wirklich nicht mehr schön, weil das ist auch ordentlich vom Duftöl durchgetränkt. Aber als Tarte war das noch richtig schön wahrnehmbar. Aber das hat wirklich was von so einer Holzsauna. Richtig cool. Aber habe ich ja noch als Hauswurmer und auch noch zwei Melts, definitiv. So, dann habe ich hier einmal Yankee Candle Lake Sunset in einem Centerpiece habe ich dann verbraucht.
glaube, den habe ich immer noch. Bin mir gerade nicht sicher. Ist ja ein schöner Duft, ne? Muss ich ja sagen. Aber ich habe mir ja, bevor der jetzt aus dem Standardsortiment ging, habe ich mir nochmal, ich muss die Schublade zumachen, das stört mich gerade. War doch nicht so ein Stück auf. Habe ich, wo ich meinen Faden ist verloren. Ja, ich habe mir ja, bevor er aus dem Standardsortiment ging, habe ich mir nochmal ein Backup gegönnt. Finde ich auch gut so. Freue ich mich auch, dass ich den irgendwann verdüfteln kann, wenn er vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm ist. Wisst ihr, was ich meine? Der ist in meinem Backup-Schrank. Irgendwann zeige ich euch schon mal meine Backups, ja? Also ich muss da mal so ein bisschen Videos. Ne, aber im Moment kommen ja jeden Tag Videos. Und wenn die Zeit mal vorbei ist, dass ich nicht mehr ganz so viele im Petto habe, weil ich ja viel vorgedreht hatte mit Umzug und den ganzen Gedönse, werde ich euch definitiv mal weitere Kerzen in meinem Schrank zeigen. So, aber wie gesagt, Lake Sunset, ich würde mir jetzt, gerade jetzt im Moment, würde ich mir den nicht nochmal holen. Aber er ist wirklich ein schöner, parfümierter Frühlingsduft, würde ich jetzt mal sagen. Aber sehr parfümig und sehr intensiv. Deswegen schade, dass er raus ist, aber hätte ich jetzt kein Backup, würde ich auch nicht weinen. So. Dann habe ich hier von Party Light Bernstein Leder, hatte ich in dem letzten Tauschpäckchen drin, in einem Teelicht, ne, das war hier drin, ja, war jetzt nicht die Duftdröhnung, ich habe es allerdings in einer Duftschale reingetan, hier als Teelicht, aber wie gesagt, war jetzt auch nicht der Burner. So, dann auch aus meinem Mission Touch Box aufbrauchen, habe ich Ember Moon aufgebraucht. Und da muss ich sagen, der ist mir wirklich zu schwach. Ne? Das, hier dran finde ich den super schön, so richtig wie eine luxuriöse Seife, die mit Amber und Bernstein und so verfeinert wurde. Aber ich glaube, der Duft ist für mich nur was für kleine Räume. Leider. Also, weil der Duft, der ist einfach unglaublich toll, aber viel zu schwach meiner Meinung nach, sogar als Tarte. Und das ist jetzt nicht, weil der schon älter ist. Ich habe wirklich, vielleicht, vielleicht ist das einfach ein Duft, der meine Nase nicht erreicht, wie Soft Blanket, weil für viele ist Soft Blanket als Kerze sogar intensiv, für mich gar nicht. Ich habe Amber Moon als Tarte früher schon gehabt, habe den früher schon gedacht, so, ist der so schwach? Ich habe den als Kerze gehabt, habe den vielleicht sogar immer noch, ich weiß es nicht. Ist einfach ein bisschen schade, ne? Aber viele stehen da total drauf, den Duft. Ich kann das auch verstehen, weil wenn Leute den so wahrnehmen, wie der als Tarte in meiner Nase rauskommt, kalt, kann ich das voll verstehen. Aber so, ich rieche davon nicht viel. So, dann habe ich hier Midnight Amber und Spring Flower. Ich weiß nicht, von welcher Marke das war. Ist auf jeden Fall so ein großes Melt gewesen, was ich halbiert habe nur und in einer elektrischen Duftlampe habe. Und das brutzelt auch noch im Arbeitszimmer. Ja, es ist halt wirklich ein schöner Duft. Er hatte was Frisches, was Blumiges, wie so eine Frühlings-Sommer-Wiese, aber mit so was Düsterem. Ja, und das mag ich, fand ich gut, aber ich weiß nicht, von welcher Marke das war. Dann hatte ich von, genau, das habe ich ja eben erzählt mit meiner rosanen Village-Candle-Kerze, ne? Hatte ich von Kringle Candle das Picket Fence. Ich hatte die Picket Fence mal als Kerze. Wartet mal, ich habe hier, ich zeige euch mal. Hier ist nämlich mein kleiner Flaconi-Karton, zeige ich euch gleich mal bei. Ich hatte den damals mal als Kerze. So, und habe den dann wieder vertauscht, weil ich den als Kerze tatsächlich zu unspektakulär fand. So, und jetzt habe ich mir davon noch mal ein paar bei Flaconi gegönnt, weil die liebe Kira mir halt in einem Tauschpäckchen Picket Fans reingesteckt hat, ja. Und mit dieser Kombination, mit dieser Rain Blossom, meins, komplett meins. Das war so geil. Das ist halt wirklich ein Blumenduft, wie, ich sag mal, frisch eingecremt. Wie so eine geile Bodylotion, die richtig luxuriös und teuer ist. Boah, das war so eine geile Mische. Und ich fand das so cool, dass es bei Flaconi noch Melt gab von Kringle, anstatt diese Daylights. Ne? Wie gesagt, ich zeige euch meinen Haul von den Melts. Dann demnächst, weil ich warte nämlich noch auf Candle, also Goose Creek Kerzen und auf 2 Tauschkerzen von
nee, Kaufkerzen von Facebook sogar nicht tauscht. So, aber zum Thema Aufbrauchen. Ich habe angedüftelt gleich zwei Stück von Candle Warmers, diesen Duftmeld in Fireside. Da ist drin Crackling Wood Burning Fireplace Infused with Notes of Sugared Cinnamon. So, und der war wirklich sehr schön. Ich hatte den erst in dem Candle Warmer drin von dem Kamin. Leider nichts gerochen. Und dann habe ich noch zusätzlich in einem Teelicht reingetan und das war halt der Knaller. Toller Duft, würde ich mir noch mal kaufen. So, und dann habe ich hier auch noch von Village Candle den Rosemary Lavender ausprobiert. Ich glaube, das war im Badezimmer-Gäste-WC irgendwie, weil der ja so eine Maggi-Tendenz für mich hatte. Aber im warmen Zustand nicht. Also wenn ich so noch immer dran rieche, habe ich immer noch dieses kleine Maginäschen bei Blumen. Aber vielleicht ist es das Rosmarin. Aber im Badezimmer hat das wirklich gut funktioniert. Das war halt mein Testobjekt im Bad und dann kann ich den auch im Wohnzimmer und so brutzeln. Dann von Traumdüfte Blackberry Sage. Ich habe mir jetzt übrigens angewohnt, diese kleinen, weil habe ich immer so das ganze Pöttchen in so eine Lampe reingeschmissen. Das ist sowas von übertrieben und verschwenderisch. Man braucht wirklich nur ein halbes. Und das war ein schöner Duft, hatte ich im Arbeitszimmer an. Aber das war jetzt nicht so ganz, dass mein Freund jetzt Jubelsprünge gemacht hätte. Ich denke, dieses Blackberry Sage, ich fand das wirklich nicht schlecht. Aber das tue ich auch in ein Tauschpäckchen rein. So, dann hatten wir, den fand ich dieses Mal nicht schlecht, aber auch keine Duftbombe, von Yankee Candle Home Inspiration White Linen and Lace. Mein Akku geht gleich schon wieder leer. Ich glaube, ich muss mir neue Akkus holen. Fand ich im Schlafzimmer, habe ich das drin gehabt. War in Ordnung, aber war jetzt auch keine Duftdröhnung. Aber fürs Schlafzimmer ist das dann ja auch immer nicht verkehrt. Dann von Traumdüfte, ich habe viel von Traumdüfte diesen Monat gehabt. Pomegranate. Und das war ein schöner Duft, allerdings hatte der eine leichte Foodie-Tendenz. Ja gut, Pomegranates kann man ja auch essen. Aber ich würde sagen, ist jetzt ein Duft, der mir gefallen hat. Aber nochmal müsste ich, also ich würde mir den jetzt nicht kaufen. So, dann hatte ich, bevor ich das andere Tarte-Roulette, ein bisschen Tarte-Box hatte, habe ich andere Pounds im Badezimmer halt noch verbrutzelt. Ist ja, oh, jetzt geht das Akku schon wieder leer. Das zeigt mir jetzt schon wieder an. Ich habe aber noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel, muss ich gleich wechseln. Naja, auf jeden Fall, andere Pounds ist halt ein leichter Kokosduft mit grünen Nuancen. Ja, ist jetzt aufgebraucht, würde ich mir aber nicht mehr neu kaufen, auch wenn es voller Raritätenduft ist. Ja, dann hatte ich Dufttest Romantic. Ich weiß nicht, wovon es war, war auf jeden Fall ein schöner, sauriger Bonbon-Duft, den ich auch im Gäste-WC anhatte. Ja, mochte ich, fand ich gut. Ich weiß allerdings nicht, woher das war. Ich hoffe, ich kriege das noch alles gebacken. So, dann habe ich von Busy Bees, Flower Stall aufgebaut. Ich habe noch ganze drei Böhnchen, werde ich jetzt dann bald auch aufdüfteln. Also in einer Candle Warmer Lampe, egal in welcher. Hat mir das ein bisschen zu lange gedauert. Das Akku ist echt scheiße, ey. Nee, das will ich noch aufzeigen. Ich muss das ein bisschen... ich denke, ich werde euch in ein paar Minuten, bis das andere Akku ein bisschen geladen hat, werde ich euch den Rest zeigen, weil das ist gerade eine Katastrophe. Ich muss jede 5 Minuten aufstehen, um das Akku zu wechseln. Irgendwie, ich hatte vergessen, das Akku richtig zu aktivieren. Naja, bis gleich. Schnell noch den Rest. Ich bin so ungeduldig, was das Warten, wenn ich auf so Akkus warten muss. Ich habe von Busy Bee Candles, habe ich hier etwas angedüftelt, beziehungsweise fast aufgebraucht. Ich muss persönlich sagen, die Busy Bees, ja, ich brauche, weil ich habe halt die bestellt, weil viele gesagt haben, man braucht maximal 3-4 Böhnchen. Ich brauche 4-5 Böhnchen, damit ich ihn gut wahrnehme. Ich hatte jetzt 2 Böhnchen zum Beispiel am Schluss mal im Gäste-WC an. Mega toller Duft. So hier im Wohnzimmer musste ich tatsächlich 5 Bohnen nehmen. Ist halt wirklich wie ein Blumenladen. So riecht der Duft. Und ich denke mal, die 3 Böhnchen, die werde ich jetzt die Tage verdüfteln. Stelle ich mir ja oben hin, dass ich es leer habe dann. Dann habe ich im Arbeitszimmer von Iceflower Golden Shine angedüftelt nochmal, dachte ich, so eine Tafel mir damals von gekauft, die wirklich sehr hübsch verziert war mit Steinchen und so weiter und so fort. Macht sie ja auch wunderschön, ne, muss man ja auch sagen.
Und Golden Shine ist halt ein fruchtiger Duft, aber ein fruchtiger, der für mich Gott sei Dank noch geht. Ich habe da immer Schwierigkeiten mit fruchtigen. Riecht leicht nach so ein bisschen Kirmes, so Zuckerwatte oder so. Also Zuckerwatte nicht, also das ist übertrieben gesagt, aber es erinnert mich irgendwie an sowas. Und was ist das für eine Frucht? Ich kann es euch nicht mal sagen. Aber ich finde den Duft schön. Der ist auch, hat so eine leichte Tendenz zum Kuscheligen. Ja. Aber den Duft würde ich mir tatsächlich nicht nochmal kaufen, aber der wird aufgebraucht. So, dann habe ich von Goose Creek, was war das? White Coral hatte ich im Badezimmer. Fand ich im Badezimmer angenehm. Würde ich aber jetzt, denke ich, nicht nachkaufen. Ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern. Wartet mal. Ich muss halt ein bisschen aufs Akku jetzt wieder achten. Vorspar. Ja, also es roch eigentlich, hier an der Tüte riecht es noch ganz angenehm, schön seifig. Ich glaube, das war ein schöner Duft. So, dann habe ich von Goose Creek Auburn Lake, heißt das, glaube ich. Und ja, der war jetzt so, nee, der war, glaube ich, nicht so ganz meins. Der hatte so eine Spur Apfel mit drin und auch mein Freund, der meinte, ist nicht so, ne? Ich so, nee, ich glaube, finde ich auch nicht. Dann von Traumdüfte Citrus and Sage. Und der war wieder, da war einer von den warmeren Tagen noch. Der war schön. Sehr kräuterlastig. Mit so einer leichten Zitrusnote. War gut. So, dann hatte ich auch noch mal so ein kleines Duft Sonnenuntergang. Das hatte ich euch ja eben schon mal gezeigt. Mit Romans irgendwas. Der hier war auch schön. Den hatte ich kurz danach drin. Ja, aber keine Ahnung, was das war. Kann ich euch nicht sagen. Dann hatte ich ein Votiv in einem Centerpiece an Moonlight. Schöner, parfümierter, frischer, leicht maskuliner Duft. Holzig dazu, finde ich schön. Dann hatte ich Village Candle Rendezvous. War ganz nett. Würde ich mir aber jetzt nicht als großen Hauswürmer kaufen. Ja, aber auch, war auch leicht maskulin, bisschen mystisch dabei, fand ich eigentlich gut, aber wie gesagt, kein Hausnummer-Kandidat. Dann hatte ich von Traumdüfte Vital Energy Aloe and Green Clover Honeysuckle Jasmine. Ich glaube, der war gut. Ich kann hier aber leider nicht mehr viel dran riechen. Ist halt kein PP. Ja, aber ich glaube, den fand ich ganz gut. Hatte ich auch von Christian. So, dann gerade aktuell im Badezimmer ist von Juwelkerze Magical Love. Ist halt auch kein PP, deswegen schnell verbraucht. Aber er duftet noch schön lieblich im Badezimmer, duftet er vor sich hin, ist in Ordnung. Von Kira habe ich Coastal Peony in der Lampe gehabt. Richtig toller Duft, ich muss mich wieder ranhalten. Richtig toller aquatischer Peony-Duft. Ich liebe Peony und aquatisch ist auch oft ganz toll. Dann hatte ich von Happy Mills hatte ich Rain, Frangipani und Avalon drin. Und ich glaube, den fand ich ganz schön. Momento. Ja, der war ganz schön. Aber wäre jetzt kein Nachkaufkandidat von mir. Dann hatte ich von Duftlovers Bonbon. Da waren so Brittles, beziehungsweise sind immer noch. Ne? Zwei Stück habe ich ja noch. Und der war ganz schön. Der war schön blumig und frisch. Hatte ich im Badezimmer an und dafür war der auch sehr gut geeignet. So, und dann habe ich noch von meinen selbstgegossenen habe ich noch Traumdüfte, Lavender Vanilla und Yankee Candle Patchouli drin gehabt. Und das war auch eine ganz tolle Mischung. Muss sagen, dass zum Anfang hat halt erst die Vanille überragt, die Lavendel Vanilla. Aber ganz am Schluss kam dann halt diese mystische Patchouli durch. Fand ich auch cool, muss ich sagen. Wird dann weiter verdüftelt werden. Und ich habe gerade eben, als ich aufgestanden bin, habe ich noch gesehen, dass ich euch eine Kerze vorenthalten habe. Und zwar habe ich ganz oft in letzter Zeit, wie man sieht, meine Woodwick Oatwood angehabt. Ich liebe das Knistern einfach, vor allen Dingen in Verbindung mit diesem Kamin von Candle Warmer. Das sieht so schön aus und die hat halt auch ordentlich Duft abgegeben. Ist ja Adlerholz, meine ich, glaube ich. Der ist richtig schön holzig, hat was Rauchiges, das passte sehr gut zu dem Kamin und abends dieses Geknistere neben dem Fernsehen, wenn man es so leicht anhat. Ich habe dann zum Beispiel YouTube-Videos geguckt, so Dokumentationen und so und ich fand das mega.
Manche mögen ja die Knisterei überhaupt nicht. Bei mir ich finde es toll, solange die Kerze duftet. Ne? Obwohl, ich würde mir auch eine Knisterduftkerze kaufen, wenn es keinen Duft abgeben würde. So, der Korb ist leer, Gott sei Dank, und mein Akku hat noch gehalten, aber jetzt verabschiedet sich jetzt gerade schon wieder. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und tut mir leid, diesen ganzen Schneiderei. Ne? Ich schneide ja immer, aber diese Cuts wegen den Akkus dazwischen. Akkuwechsel ist scheiße. Naja, gut. Ja, das verdüftelte von den letzten 2,5 Wochen war das, glaube ich, weil ich hatte das letzte Mal so ein bisschen kurz vorher abgebrochen, weil ich keine Zeit danach hatte. Ja, ich danke fürs Zusehen.